Hallöchen, meine Wölfleins. Willkommen zu Dipper Daylight und zur nächsten Folge quasi vom geschickten Killer. Heute ist der gute Geist dran mit seinen drei einzigartigen Perks. Er hat dabei Bluthund, Räuber und Schattengeborener. Mit Schattengeborener habe ich eine schärfere Sicht im, also quasi auf der Map. Mein Blickfeld ist 15 Grad größer als gewöhnlich. Das sieht man auch sehr gut im Spiel, also man kann wirklich weiter hinten nach hinten gucken, also es ist schon sehr auffällig. Auf Killern wie die Jägerin oder auch Billy wird das, glaube ich, gerne genutzt. Die Fäule, gerade die, wo auf Entfernung gehen können, ist eigentlich echt gut. Dann haben wir hier Räuber. Wenn Überlebende rennen, hinterlassen sie ja Kratzspuren und mit diesem Perk sind diese Kratzspuren quasi näher beieinander, also es ist dann quasi deutlich sichtbarer für mich. So, und Bluthund sorgt dafür, dass die Überlebenden, wenn sie bluten, also dass das Blut von den Überlebenden so rum deutlicher zu erkennen ist. Also das leuchtet richtig, das sieht man dann auch im Spiel, denke ich mal, wenn ich einen erwische. Und die sind dann auch 4 Sekunden länger zu sehen. Genau, dann habe ich noch ein Addon mit dabei, dass ich im verhüllten Zustand auf der Entfernung von 8 Metern die Aura der Überlebenden sehe und hier, dass ich mich schneller quasi enthüllen kann. Genau. Ob wir so erfolgreich sein werden und wir den geschickten Geist kriegen, sehen wir jetzt in der Runde. So, da sind wir auf der gestörten Abteilung mit dem Geist und seinen drei eigenen Perks. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Also der Geist wird ja Anfängern sehr empfohlen. Das ist ein sehr guter Anfänger-Killer ist. Da seht ihr schon, dass das Blut richtig deutlich sichtbar ist. Und die Kratzspuren sind noch näher beieinander. Ist da rausgegangen? Gut, egal, ich gehe jetzt einfach mal damit. Okay. Genau, der Geist wird ja Anfängern sehr empfohlen. Okay. Weitergelaufen, oder? Wo ist hier hin? Fängt das schon mal gut an. Hab ich dich? Oder ich bin in den Schrank gegangen? Kann sein. Weiß ich gar nicht. Kann doch sein, dass er in den Schrank gegangen ist. Und weiter. Okay, okay. Langsam mal durch, starker Mann, lieber. Ein Chance dafür durch. Ach, die Rebecca ist auch schon wieder geil. Ich glaube, die war im Schrank, ne? Ist hier der Keller? Schade. Also ich finde den Geist an sich schon... Oh Gott. Hä? Rennspuren? Da war noch gerade Rennspuren. Hä? Irritiert. Gut, egal. Ich gehe mal da hoch. Der gute Jake. Einmal. Da hätte ich gerettet. Das ist mir egal. Ich gehe jetzt weiter auf den Jake. Oh. Na komm. Dankeschön. Dann ist die Palette jetzt auf jeden Fall weg. Das ist gut. Gut für mich. Vorne rennt er lang. Mal die Palette mach kurz weg. Ich dachte zumindest, da ist... Okay.
hätte damit rechnen müssen, ja. Ich finde sowas halt schade, wenn die mal denken, die müssen teabaggen und keine Ahnung. Okay, schade. Ja, was sagst du jetzt, hä? Weiter schon durch. Ich glaube, das wird nix. Ich dachte, ich finde es echt schwierig. Warte mal, das sind Rennspuren. Rennspuren. Hi, Jake. Okay, okay, okay. Hab ich dich? Eieiei. Ui, leck, leck. Ich bin da wieder gerettet. Das ist echt nicht so einfach. Ich geh mal kurz da durch. Kann ich meine Fähigkeiten nicht nutzen, aber... Spuk, da. Geh wieder raus. Dem Take nach. Ah. Kaputt, ist okay. Aber ich glaube, das wird nichts. Ja, danke schön. Ich finde es echt nicht so einfach. Da rennt der Take lang. Ich weiß gar nicht, welchen Check ich jetzt schon hatte und welchen nicht. Schade. Ich geh mal gucken. Ich meine, die Chance werde ich jetzt auch nicht mehr aufhalten können. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Was sind die da hinten wahrscheinlich? Gehe ich mal von aus. Ja. Stich. Jetzt da mal kurz gehen. So. Eieieiei. Kein so guten Ping, Jake. So. Kann natürlich auch sein, dass die alle in der anderen Welt rumgeistern. Dann laufe ich doch mal mit außen rum. Hab ich dich. Ja. Da ist die Rebecca, hab ich gesehen. Schön, ich gehe aber nicht an den Haken, Fräulein. So. Die Palette weg. Ich weiß, dass sie hier noch irgendwo ist, oder? Ja, da wird schon gerettet. Das ist okay. Sein, dass wir wieder hinten an dem Chat sind. Ja, die Hedy war in einer anderen Welt.
schön wieder zu den anderen. Stich. Komm mit. Ja. Hab ich gesehen. Na, hi. Da echt die Palette geworfen, lol. Oh, ich finde das echt anstrengend hier. Ein Kill. Ich dachte, ich finde einen Geist echt nicht so einfach. Ja, wo ist der hingeflogen? Oha. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ja, was mit dem Geist findet. Also ich finde es, wie gesagt, echt nicht so einfach. Wenn man nur mit seinen drei eigenen Perks spielt. Schon offen. Das ging jetzt echt schnell. Ja, geh ich mal da rein. Ja. Schade. Komm, lass ich dich mal frei. Ja, es war mir klar, dass die Rebecca hier noch rumhampeln muss. Aber mal gucken, vielleicht finde ich die Luke, die ich zumachen kann. Hat besser als ich. Das mal so. Schauen wir trotzdem hier hin. Das müsste ich aber geschafft haben. Ja, habe ich geschafft. Also ich finde den Geist echt schwer. Vielleicht ist es auch nicht so gut, wenn im Event spielen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Vielleicht habt ihr ja... Könnt ihr ja mal so machen. Ihr könnt mir ja gerne mal Tipps geben, wie ich ihn vielleicht hätte besser spielen können oder sollen. Dann kann ich ja vielleicht nochmal so eine Art Zusatzrunde machen. Also, dass ich dann mit euren Tipps dann versuche, dann den geschickten Killer zu kriegen. Das wäre ja noch eine Idee. Aber ich finde das Killer immer noch ein bisschen schwieriger als Survivor, wenn ich ehrlich bin. Weiß nicht, soll ich vielleicht andere Addons mitnehmen oder keine Ahnung. Was würdet ihr mir denn empfehlen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da und ein Abo, freue ich mich auch sehr. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in den nächsten Videos. Tschüss!